Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt, von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch, nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Und wir stellen uns ja heute die Frage, wie gehe ich in einer mündlichen Prüfung in Geografie vor? Bei einer mündlichen Prüfung wird erwartet, dass die Aufgaben fachbezogen beantwortet werden und entsprechend eine sinnvolle Analyse stattfindet. Das heißt, ganz wichtig ist, dass ihr bei der Geografieprüfung ähnlich vorgeht wie in anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, dass ihr hier natürlich geprüft werdet auf euer Wissen. Dementsprechend dieser fachbezogene Inhalt, aber gleichzeitig auch übergreifende Fähigkeiten darstellen sollt. Das heißt, in einer mündlichen Prüfung in Geografie ist nicht nur von euch ja, sozusagen erwartbar, dass ihr fachbezogen antworten könnt, dass ihr fachliche Details kennt, sondern es ist viel wichtiger auch, dass ihr entsprechende sinnvolle Analysen stattfinden lassen könnt, dass ihr entsprechend auch sinnvoll Methoden anwenden könnt und, was auch sehr wichtig ist, dass ihr Inhalte strukturiert wiedergeben könnt. All das wird von euch in einer solchen Prüfung erwartet und dementsprechend solltet ihr diese Fähigkeiten auch besitzen, beziehungsweise dann in einer mündlichen Prüfung anwenden. Falls euch das zusagt, können wir jetzt gerne auch mit dem Konzept starten und grundsätzlich folgt eine pädagogische mündliche Prüfung genauso wie eine geografische mündliche Prüfung, sozialwissenschaftliche, also alle gesellschaftlichen Prüfungen, die es hier gibt, dem 15 plus 15 Konzept. Was ist dieses Konzept jetzt konkret? Grundsätzlich ist es so, dass bei diesem Konzept es darum geht, dass die Klausur bzw. die mündliche Prüfung in zwei Teile unterteilt wird. Also in zwei gleich lange Teile, die typischerweise maximal, und das ist jetzt ganz wichtig, 15 Minuten dauern. Das heißt, wir haben einen Teil 15 Minuten der Aufgabe 1 behandelt und einen Teil der 15 Minuten lang Aufgabe 2 behandelt. Wichtig ist dabei, dass dieses Konzept vorsieht, dass es um eine maximale Dauer geht. Das heißt, hierbei ist es ganz wichtig, dass ihr beachtet, dass ihr nicht zwingend 15 Minuten über ein Thema reden müsst, sondern meistens es auch schon so sein kann, dass Lehrer und Lehrerinnen mit 10, 12 Minuten zufrieden sind und danach bereits den zweiten Teil starten. Das heißt, versucht nicht auf Zwang diese 15 Minuten zu füllen, denn häufig ist es so, wenn ihr euren sinnvollen Inhalt wiedergegeben habt, dann habt ihr schon einen Großteil der Prüfungszeit verbraucht und dann ist es nicht notwendig, das jetzt noch auf Krampf aufzufüllen, sondern hier ist es ganz wichtig, folgt da einfach euren Strukturen, nutzt die Inhalte, die ihr benennen könnt, aber versucht nicht zusätzlich irgendetwas hinauszuzögern. Das ist ganz wichtig, um hier dann zu verstehen, wie man diese 15 Minuten zu verstehen hat. Insgesamt ist dabei die Dauer von 30 Minuten angesetzt. Falls ihr diese Zeit aber nicht braucht, ist es auf jeden Fall keine kritische Sache. Kommen wir jetzt aber zur Aufgabe 1. Falls ihr jetzt sozusagen dieses 15 plus 15 Konzept verstanden habt, geht ihr dann in Aufgabe 1 über. Typischerweise ist es so, dass ihr eine Vorbereitungszeit vor eurer mündlichen Prüfung in Geografie bekommt. Die variiert durchaus von Schule zu Schule, von Lehrer zu Lehrer und dementsprechend auch von Lehrerin zu Lehrerin. Dementsprechend Aufgabe 1 ist typischerweise so, dass ihr euch darauf vorbereiten dürft, 30 bis 40 Minuten im Durchschnitt. Und dort müsst ihr einfach die ganz normalen Strukturen bzw. die ganz normalen Aufgabentypen abgehen, die ihr in einer sonstigen Klausur in Geografie auch bekommt. Das heißt, hier ist es ganz wichtig von euch zu erwarten, dass ihr eine Analyse zuvor bekannter Materialien durchführt und dann euch an den entsprechenden Aufgabentypen orientiert. Ganz typische Aufgabentypen sind dabei einerseits genau eben diese Analyse. Es kann aber durchaus auch stattfinden, dass eine Erörterung stattfindet oder was häufig auch gefördert wird, ist, dass letztendlich einfach nur eine Darstellung stattfindet von bestimmten Sachinhalten. Also das ganz wichtige Inhalte, die in Aufgabe 1 drankommen können. Typischerweise, wenn ihr drei Aufgaben habt, dann solltet ihr euch vorher überlegen, wie viel Teil der 15 Minuten, die ihr zur Verfügung stehen habt, ihr der einzelnen Analyse sozusagen zuweist. Wenn ihr beispielsweise erste Aufgabe Darstellung, zweite Aufgabe Analyse und dritte Aufgabe Erörterung habt, dann wäre es durchaus sinnvoll, der Analyse am meisten Raum Zeit zu lassen, beispielsweise 8 Minuten, der Darstellung 4 Minuten und dann der Erörterung nochmal 3 Minuten.
oder es je nachdem entsprechend aufzuteilen, je nachdem, wie viel ihr natürlich zu sagen habt. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr bei dieser Aufgabe durchaus darauf achten solltet, wie das Ganze analysiert werden kann, beziehungsweise wie das sinnvoll analysiert wird, und dass ihr vielleicht eventuell auch dazu stichpunktartig vorgeht. Das heißt, ganz wichtig ist hierbei, dass ihr euch Stichpunkte macht, vielleicht keinen kompletten Text ausformulieren, höchstens bei so typischen Satzstrukturen wie beispielsweise einem Einleitungssatz, wo man ganz speziell darauf achten muss, dass bestimmte Inhalte integriert sind. Sonst ist eine stichpunktartige Vorbereitung sinnvoll, weil ihr auch sonst einfach nicht genug Zeit habt, um euch so vorzubereiten. Und es ist auch nicht von euch gefordert, dass ihr einwandfrei etwas vortragt, sondern dass ihr strukturiert vorgeht. Es kann mal ein Verhaspler dabei sein, das ist in Aufgabe 1 und natürlich auch in Aufgabe 2 gar kein Problem. Also ganz wichtig, strukturiertes Vorgehen, idealerweise mit einer stichpunktartigen Struktur, die ihr dazu nutzen könnt, Aufgabe 1 optimal darzustellen. Dabei ist es so, dass in diesem Aufgabenteil typischerweise der Lehrer euch kaum unterbricht, die Lehrerin euch kaum unterbricht, sondern ihr einfach eure Struktur darstellen dürft und maximal ein, zwei Nachfragen euch noch erwarten könnt. In Aufgabe 2 ist es dann so, dass ihr tatsächlich in ein Gespräch, in einen Dialog mit den Lehrer und Lehrerinnen übergeht. Das heißt, hier findet eine spontane Darstellung eines fachlichen Inhalts mit entsprechender Verknüpfung zur Frage des Lehrers oder der Lehrerin statt. Was hier also gefordert ist und was wir hier ganz klar erkennen können, ist, dass wir hier diesen typischen Ablauf einer tatsächlichen Prüfung im Dialogformat haben. Das heißt, der Lehrer stellt euch eine Frage, erwartet von euch eine Antwort. Dabei ist es aber so, dass ihr hier lenken könnt. Das ist ganz wichtig und muss erwähnt werden, wenn es darum geht, wie dieser fachliche Inhalt dargestellt wird. Denn ihr könnt tatsächlich, und das ist ganz besonders hier bei dieser mündlichen Prüfung, bei diesem Format einfach möglich, ihr könnt lenken, wohin der Lehrer euch fragt. Wenn ihr zu einem bestimmten Thema noch mehr wisst, dann versucht das einfach noch mehr ins Gespräch zu bringen. Natürlich muss es immer in einem sinnvollen Kontext erwähnt werden, aber grundsätzlich ist es so, dass Lehrer und Lehrerinnen euch diesen Freiraum ermöglichen, weil sie relativ offene Fragen stellen, und je mehr ihr dazu erzählen könnt und je mehr ihr auf etwas eingeht oder zum Beispiel sagt, ich könnte jetzt zu dem und dem Thema noch mehr sagen, noch mehr erzählen, kann das durchaus dazu führen, dass der Lehrer und die Lehrerin dann darauf eingeht und euch sozusagen den Raum öffnet, noch mehr von eurem Fachwissen darzustellen. Und dadurch könnt ihr beispielsweise auch bestimmte Lücken, die ihr beim Lernen einfach offen gelassen habt, umgehen und könnt diese dann sozusagen füllen, indem ihr die Zeit in einem ganz anderen Fachthema umgeht und der Lehrer gar nicht mehr die Möglichkeit hat, zu diesem anderen Thema zu kommen. 15 Minuten ist maximale Dauer, länger wird es nicht dauern. Wenn ihr die Zeit gut überbrückt und euer Fachwissen gut darstellt, dann ist es auf jeden Fall sicher, dass die Prüfung sehr gut läuft. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu den Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch noch ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Besonderheiten bzw. Tipps, die wir euch noch geben können. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr eine Kenntnis über die entsprechenden Operatoren der ersten Aufgabe habt. Das heißt, insbesondere in der ersten Aufgabe werdet ihr ja wieder die typischen Analyseaufgaben der Geografie vorfinden. Und da ist es natürlich besonders wichtig, dass ihr auch eine Kenntnis über entsprechende Operatoren habt. Ganz typisch sind natürlich die Operatoren der Analyse, des Darstellens. Das sind Operatoren, die relativ einfach stattfinden und die ihr ja bereits kennt. Wir haben dazu auch noch separate Videos gemacht. Wichtiger ist dabei schon die Unterteilung zwischen Erörtern und Beurteilen. Erörtern typischerweise sehr ausbalancierte Darstellung von verschiedenen Argumenten pro Contra. Bei Beurteilen geht es dann tatsächlich um ein tatsächliches Urteil, was stattfinden muss. Also das ist zum Beispiel eine wichtige Unterscheidung der Operatoren. Typischerweise findet aber ein Erörtern statt. Das heißt, ihr müsst relativ neutral bleiben und das sollte auch stattfinden. Wir hatten gerade schon erwähnt, dass das strukturierte Vorgehen, die strukturierte Vorbereitung ein ganz wichtiger Teil eurer Prüfungsleistung ist. Denn von euren Lehrern wird tatsächlich erwartet, dass ihr während der Klausur oder während der Prüfung ruhig bleibt. Und das kann nur gelingen, wenn ihr strukturiert vorgeht. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn ihr mal einen Punkt überspringt bzw. vergessen habt, dann lasst den weg oder wenn er so wichtig ist, dass ihr ihn erwähnen müsst, dann geht er ganz in Ruhe drauf ein, baut den sinnvoll ein, integriert das Ganze sinnvoll und dann müsste es auch in dieser Klausur klappen. Also strukturierte Vorbereitung, genauso wichtig wie strukturiertes Vorgehen. Strukturierte Vorbereitung gelingt dabei natürlich dadurch, dass ihr idealerweise
dann die entsprechenden Inhalte in eurer Vorbereitungszeit schon strukturiert, euch beispielsweise auf ein Blatt schreibt mit entsprechenden Stichpunkten und das Vorgehen damit so optimal ermöglicht. Ihr solltet außerdem stets ruhig bleiben und bei Verständnisfragen dann direkt den Lehrer Rückfragen stellen, den Lehrerinnen Rückfragen stellen. Das ist ganz wichtig. In einer Prüfung wird von euch erwartet, dass ihr ruhig bleibt, es keine unbegründete Panik auftritt und dementsprechend, dass ihr ganz strukturiert vorgeht. Das also alles zusammenhängende Tipps, die wir hier euch bei der mündlichen Prüfung definitiv geben können. Wichtig ist außerdem, keine unbegründete Panik sollte sich auch darin äußern, dass ihr wisst, dass ihr ein gewisses Fachwissen habt, ihr habt vorher gelernt, also bleibt in der Prüfung ruhig. Viele haben natürlich Prüfungsangst, die können wir euch nicht optimal nehmen, aber wenn ihr ideal vorbereitet seid, dann gibt es keinen Grund, warum ihr Panik haben solltet. Also wir möchten euch hier auch nochmal ermuntern, ihr schafft diese Prüfung und bleibt während der Prüfung ruhig und dann gelingt das. Fassen wir nochmal kurz das Wichtigste zusammen. Grundsätzlich folgen mündliche Prüfungen in Geografie dem 15-15-Konzept, also 15 Minuten die erste Aufgabe, wo es um die Analyse bekannter Materialien geht, mit Vorbereitungszeit 30 bis 40 Minuten, abhängig vom Lehrer oder der Lehrerin. Und dann geht ihr zur Aufgabe 2 über, wieder 15 Minuten maximal allerdings, also maximal 30 Minuten, es muss aber nicht 30 Minuten gehen. Und in dieser wird dann die Beantwortung von Fragen gefordert, die der Lehrer oder die Lehrerin stellen. Grundsätzlich ist dabei wichtig, dass ihr eine Kenntnis über entsprechende Operatoren habt und dass ihr strukturiert und ruhig bei der Klausur bleibt. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Falls ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr gerne das Buch zur Klausur in Geografie jetzt in der Videobeschreibung kaufen. Da würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, guckt gerne auch die anderen Videos so rund um das Abitur. Und dann sehen wir uns da bald wieder und haut rein und ciao.